In diesem Slidecast beschäftigen wir uns mit einer Theorie aus dem Bereich Selbstkonzept und soziale Identität, der Theorie der Selbstdiskrepanz. Zunächst lernen Sie, was Selbstdiskrepanz heißt und warum die Theorie entwickelt wurde. Danach betrachten wir verschiedene Bilder des Selbst sowie die Diskrepanzen, die zwischen den Selbstbildern auftreten können. Beides veranschaulichen wir am Beispiel von Lisa. Selbstdiskrepanz bezeichnet allgemein die Unstimmigkeit, Gegensätzlichkeit oder Widersprüchlichkeit von Selbstkognition. Das Selbst beschreibt hier das Bild, das eine Person von sich selbst hat. Kognitionen umfassen alle Prozesse und Strukturen, die mit dem Wahrnehmen und Erkennen zusammenhängen. Das heißt, es umfasst auch, was Individuen über sich selbst, ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft denken, ob sie sich für eine starke Persönlichkeit halten, für erschüchtern oder ob sie Merkmale anderer Personen in sich selbst wiederfinden. Kognitionen können Gefühle beeinflussen oder durch sie beeinflusst werden. Die Frage, die sich Higgins gestellt hat, ist, welche Selbstdiskrepanzen lösen welche Emotionen aus? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir erst klären, welche Selbstbilder es überhaupt gibt und welche Diskrepanzen sich daraus ergeben können. Beginnen wir mit den Selbstbildern. Higgins als Begründer der Theorie definiert Selbstbilder entlang von zwei Dimensionen, der Selbstdomäne und der Selbstperspektive. Es gibt drei Selbstdomänen. Eine davon ist das tatsächliche Selbst oder im Originalterminus the actual self. Es steht für die Eigenschaften, die sich eine Person selbst zuschreibt oder von denen sie glaubt, dass andere sie ihr zuschreiben. Das Idealselbst umfasst Eigenschaften, die sich eine Person wünscht zu besitzen, beziehungsweise die Eigenschaften, von denen sie glaubt, dass sie sich andere von ihr wünschen. Das Soll-Selbst als letzte Domäne repräsentiert Eigenschaften, von denen ein Individuum glaubt, dass es sie besitzen sollte, oder es glaubt, dass andere denken, dass es diese Eigenschaften besitzen sollte. Seine Erfüllung erwartet das Individuum von sich selbst oder andere Personen von dem Individuum. Jede der Selbstdomänen lässt sich von zwei Perspektiven betrachten: der eigenen Perspektive und der Perspektive, von der das Individuum glaubt, dass sie jemand anderes auf sie hat. Letzteres kann, aber muss nicht mit dem tatsächlichen Bild, das die Person von dem Individuum hat, übereinstimmen. Bei der anderen Person spricht Higgins von Significant Others, also von wichtigen Bezugspersonen für das Individuum. Gemeint sein können zum Beispiel Familienangehörige, Lebenspartner, Freunde, Arbeitskollegen oder Vorgesetzte. Aus der Kombination der beiden Dimensionen ergeben sich sechs Selbstbilder, die hier im Originalterminus dargestellt und durchnummeriert sind. Diese sehen wir uns genauer am Beispiel von Lisa an. Lisa zum Beispiel glaubt, dass ihr Vater als Bezugsperson oder Significant Other sie für eine fleißige Studentin hält, was ihrem Selbstbild 1, Actual Other, entspricht. Lisa hält sich selbst auch für eine fleißige Studentin, was ihr Selbstbild 2, Actual Own, widerspiegelt. Lisa denkt, dass ihr Fleiß auch ihrem Idealbild ihres Vaters entspricht und damit Selbstbild 3, Ideal Other, ebenso wie es ihrem Idealbild von sich selbst entspricht, dem Ideal Own Selbstbild. Lisa denkt aber auch, dass ihr Vater es als ihre Pflicht ansieht, eine fleißige Studentin zu sein. Wichtiger Unterschied zwischen Selbstbild 3, Ideal Other, und Selbstbild 5, Ought Other, ist, dass Lisa bei der Erfüllung von Selbstbild 3 mit Lob und Anerkennung, also positiven Ergebnissen, rechnen kann, während bei Selbstbild 5 die Erfüllung erwartet wird und Bestrafung bei dessen Nichterfüllung droht. Lisa denkt aber auch selbst, dass sie eine fleißige Studentin sein sollte, was ihr Selbstbild Ought Own widerspiegelt. Bis zu diesem Zeitpunkt sind Lisas Selbstbilder kongruent zueinander und damit völlig konfliktfrei. Dies entspricht aber meist nicht der Realität. Was dies erschwert, ist, dass die meisten Menschen mehrere Bezugspersonen haben, denen sie gerecht werden wollen oder sollen. Außerdem ist der Glaube über die Perspektive anderer Personen nicht statisch, sondern wird mit neuen Erfahrungen und Erkenntnissen gegebenenfalls nachjustiert. Lisa könnte zum Beispiel glauben, dass ihr Freund sich wünscht, dass sie weniger fleißig studiert, um mehr Zeit für ihn zu haben. Es liegt eine Diskrepanz zwischen Selbstbild 3 und Selbstbild 2 vor. Von diesem Selbstbild würde sie vielleicht abrücken, wenn er ihr gegenteilige Signale sendet. Unterschiedliche Selbstdiskrepanzen schließen sich nach Higgins nicht aus. Es ist also möglich, dass eine Person mehrere Selbstdiskrepanzen und die damit verbundenen Emotionen gleichzeitig erfährt.
Allgemein gilt, je größer bestimmte Diskrepanzen ausfallen, umso stärker wird das Individuum unter den damit verbundenen negativen Gefühlen leiden. In unserem Beispiel sind wir also nun auf Selbstdiskrepanzen gestoßen und können nun klären, welche Higgins unterscheidet. Er trennt zunächst die Selbstbilder in zwei Gruppen. In unserem Schaubild mit 1 und 2 benannte Selbstbilder entsprechen dabei dem Selbstkonzept eines Individuums. Und die Selbstbilder 3 bis 6 entsprechen selbstdirektiven Standards oder einfacher ausgedrückt Leitvorstellungen. Higgins geht davon aus, dass zwischen jedem der Selbstbilder des Selbstkonzepts und jedem der Selbstbilder der Leitvorstellungen Diskrepanzen entstehen können. Empirisch nachweisen konnte er das allerdings nur für die Diskrepanzen mit dem Selbstbild 2, Actual Own. In seinen nachfolgenden Forschungen hat er sich auch auf diese konzentriert. Das machen wir in unserem Beispiel nun auch. Lisas tatsächliches eigenes Selbstbild könnte zum Beispiel dem vermuteten Wunschbild von ihr ihres Vaters widersprechen. Sie empfindet Scham, Verlegenheit und Niedergeschlagenheit, weil sie nicht so fleißig ist, wie sich ihr Vater das von ihr wünscht. Lisas tatsächliches eigenes Selbstbild könnte aber auch ihren eigenen Idealvorstellungen von sich widersprechen. Das lässt sie aber keine Scham oder Verlegenheit empfinden, sondern eher Unzufriedenheit und Enttäuschung von sich selbst. Wenn Lisa glaubt, nicht den Erwartungen ihres Vaters zu entsprechen, befürchtet sie Strafe und empfindet deshalb Angst und Bedrohung. Wenn sie aber ihrer eigenen Pflichtvorstellung von sich selbst nicht nachkommen kann, empfindet sie Schuld und moralische Wertlosigkeit. Zusammenfassend hat Higgins 4 wesentliche Selbstdiskrepanzpaare herausgearbeitet mit den jeweils charakteristischen Emotionen. Auch wenn die Theorie helfen kann, zu ergründen, warum jemand die Gefühle empfindet, die er empfindet, bleibt die Frage offen, wie Individuen mit der Selbstdiskrepanz umgehen. Mit dieser Frage beschäftigt sich der Slidecast zur Theorie des regulatorischen Fokus. Sie haben gelernt, was unter Selbstdiskrepanz verstanden wird und mit welchen Fragen sich die gleichnamige Theorie von Higgins auseinandersetzt, welche Selbstbilder es nach Higgins gibt, welche Selbstdiskrepanzen zu differenzieren sind und mit welchen Emotionen sie verbunden sind.